Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Wir sind jetzt aber schon ziemlich weit vorgedrungen, findet ihr nicht? Seht ihr das Licht da drüben? Das könnte ein Ausgang sein. Gehen wir. Meine Stimme, Leute. Meine Stimme ist immer noch nicht so nice. I'm sorry. Was ist das? Heilige Kacke. Was ist für ein Ort? Zuerst dachte ich, wir hätten es endlich ins Freie geschafft. Aber bei genauerer Betrachtung? Das kann nicht sein. Verblüffend, nicht wahr? Das ist zwar definitiv Sonnenlicht, aber wir befinden uns immer noch im Inneren. Mir scheint, dass dieser ganze Raum in Eis gehüllt ist. Wir befinden uns jetzt im Berg aus Eis. Was? Im Berg? Exakt. Der Berg aus Eis ist im Inneren nämlich hohl. Seht mal nach oben. Es funkelt und glitzert. Die ganze Decke ist aus Eis. Ja, das Licht von draußen wird vom Eis reflektiert. Dieser ganze Raum ist von Eis bedeckt. Man könnte sogar von einer riesigen Eiskuppe sprechen. Und Nester in der Mitte. Was könnte das nur sein? Sind das Säulen aus Eis? Etliche Eissäulen nebeneinander und übereinander. Sieht fast aus wie... das sieht aus wie ein riesiges Schloss aus Eis. Ein Schloss aus Eis. Damit hast du gar nicht so unrecht, Dummiesel. Und genau da drin, in diesem Schloss aus Eis, ist vielleicht der sagenumwobene Riesenkristall, nach dem ich suche. Ich danke euch allen. Nur dank eurer Hilfe habe ich es überhaupt bis hierher geschafft. Hab vielen Dank. Was denn, Nachtara? Bist du jetzt sentimental? Außerdem ist es noch zu früh dafür. Ja, so ist es. Das wahre Abenteuer wartet doch noch auf uns. Na, vielleicht finden wir noch Tonnenweisenschätze. Los, beeilen wir uns. Ihr habt recht. Ich bin euch trotzdem sehr dankbar. Also habt vielen Dank. Unser Abenteuer neigt sich endlich seinem Höhepunkt zu. Geben wir noch einmal alles. Alles klar. Vielleicht ist auch dieses Schloss aus Eis der eigentliche Riesenkristall. Na? Könnte das sein, was hier? Okay. So, erstmal Items lagern, ne? Wir haben eine Menge Sinelbeere. 1, 2, 3. Behalten wir mal die 5. Wir können nochmal eine Pirsifbeere ablegen, eine Fragia-Beere. Wir haben noch 3. 4 Belebersamen dürften auch eigentlich erstmal reichen. Und das alles ablegen. Sehr schön. Geld haben wir wieder 400 Poke. Können wir ablegen. Alles Klärchen. Wunderbärchen. Und zum Dungeon. Ich denke mal, unser Team ist immer noch gleich, ne? Ja, natürlich. Sehr schön. Oh, warte mal. Hä? Hey. Oh, ist einfach nur so ein Gang. Okay, Doppel Dieb. Irgendwie spackt der Speed von dem Spiel ab. So, es lag zwischendurch, ne? Sorry, ich weiß nicht, woran es liegt. Nö. Ja, vielleicht so ein paar zwischendurch Lags, die hoffentlich nicht weiter schlimm sind. Die aber leider sehr häufig auftreten. Und das Design sieht ja mal... Oh mein Gott, sieht der Dungeon schick aus. Heilige Kacke, sieht der Dungeon schick aus. Also so, oder? Von den Wänden und den Details und so. Oh. Du schaffst es noch, Dara. Danke. So. Blubber. Das ist echt, das ist hart. Erstmal Schlitzer. Müssen schließlich Schlitzer noch ein bisschen leveln, ne? Zack. Hey, Poke. 140. Holy moly. So. Okay, Treppe. Bin mal gespannt, wie viel Ebenen der Dungeon hat. So. Och.
Walzer geht halt häufig daneben irgendwie, ne? Habe ich das Gefühl. So, also... Außer bei dem... Was, wie heißt es? Galapafloss. Alles klar. Außer bei dem Galapafloss. Da trifft man natürlich eine Menge. Aber gut. Da trifft nur einmal Walzer. Okay. Teddy, dein Walzer ist ein bisschen doof, wie es aussieht. Okay, Galaglanti. Doppelhieb ist halt einfach so die göttlichste Attacke. Irgendwie. Finde ich. So, bisher von unseren Attacken. Doppelhieb ist halt so cool. Level up. Und der Speed geht wieder komplett runter. Ich weiß nicht, wo es liegt gerade. Ich habe nichts offen außer das Spiel und OBS. Aber gut. Ist okay. Akzeptiere ich. Ist ja nicht so störend, ne? Tatsächlich. So, okay. Schlitzer. Sollte mir da wieder angewöhnen, Doppelhieb und Schlitzer zu machen. Weil das sonst echt gefährlich werden könnte. Okay, das war guter Damage. Oh. Die Lahmfalle. Zack. Und Schlitzer. Und Schlitzer. Oh. Okay. Ich habe keinen Bock auf deren Kratzfurie. Es ist nämlich, ne? Kann gefährlich sein. Sehr, 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 sehr gefährlich. Zack. Erstmal das ganze Poke und so mitnehmen. Okay, jetzt nicht weiter. Ist da nicht noch ein Raum? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so. Weiß nicht. Irgendwie. Ne? Oh, ich bin. Ein Beschreibungskünstler, Leute. Doppelhieb ist schon. Gut auf dem Weg zu Level 5. Und Schlitzer. Okay. Hat deine Verteidigung so gut gestiegen, wollte ich gerade sagen. Hey. Haben wir die Treppe übersehen? Oder hier ist noch so ein kleiner Mini-Raum zwischen. Ja, so tatsächlich sogar. Lol. Hätte ich halt nicht erwartet, dass hier noch so ein Raum ist. Aber okay. Finde ich nicht schlecht. Finde ich gut. War so unobvious. Ich wollte nämlich halt nicht nach unten gehen, als wir da lang gegangen sind. Da ich dachte, oh nee, das verknüpft nur den einen Weg mit dem anderen. Das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt geben, so. Aber nein. Alles steigt bei Galapafloss an. Alles klar. Das ist natürlich sehr gut. Okay, diesmal nicht. Okay. Oh. Okay. Hat auch da raufgehoben. Sehr gut. 82 Poke. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Hier geht's nicht weiter. So viele Sackgassen. Das ist echt. Echt ätzend. Und Schlitzer. Und besiegt, okay. So, noch eins, okay. Schlitzer habe ich nicht mehr, alles klar. Okay, reicht trotzdem aus. Oh. Zack. Jetzt ein bisschen Gewissheit pushen, ne, weil... Profitiert nach Tara ja tatsächlich auch von, ne? Alter. Ach komm. Walzer hat diesmal gut getroffen. Oh, ich bin noch verwirrt, stimmt. Da war was. Konfusion geheilt. Und... Gewissheit. Oh. Ein Fliehorb. Ja, okay. Brauchen wir jetzt schätzungsweise nicht unbedingt. Aber ist okay. Ah, Kratzfurie. Okay. Da, wow. 51 Damage vom ersten Doppelhieb-Hit. Das war not bad. Das war tatsächlich not bad, würde ich sagen. Das ist ein guter Damage. Oh, doch. Oh. Wir sind scheinbar in der Mitte des Dungeons angekommen. Einfach Gewissheit pushen. Galaglanti!
Nein, Galadianti. Galaglanti. Galagladi kenne ich. Galagladi ist doch die letzte Entwicklung von Trasla, oder nicht? Trasla, Kirlia, Gardevoir ist die letzte Entwicklung. Wer ist denn Galagladi? Galagladi. Jetzt beim Ernte. Mir fällt's nicht ein, Leute. Galagladi. Ist das, oder ist das die nächste Entwicklung oder die neue Entwicklung von Trasla? Wie ist das? Speed-Entwicklung oder so? Ich weiß es nicht. Da gibt doch noch eine Entweder-Oder-Entwicklung hat Trasla oder nicht, als letztes. Entweder zu Gardevoir oder zu Galagladi, oder? Ich glaube schon. Ich habe keinen Dings, ne? Georock Brock? Nee, okay. Danke. Immerhin endlich mal, ne? Attacken machen können. Okay, ich setze eine Sinelbeere ein. Nicht, um nicht zu sterben. Durch diesen, ne? Alter, ist gut jetzt. Komm runter und entspann dich. Kann der mal irgendwie einen Schritt näher kommen, Alter? Hui. Das ist halt echt ein bisschen ätzend, ne? Ein bisschen. Okay. Das war's. Wow. Was ein anstrengender Raum, ey. Das war halt des Todes anstrengend gerade. Gerade noch wegen dem ganzen Heuler und so, ey. Komm jetzt einfach. Beweg dein. Nee, komm, geh weg, Teddy. Teddy, geh doch weg da. Du machst mich fertig, Teddy, weißt du das? Aua! Oh, das gibt's nicht. Und anstatt Teddy einen Schritt weg moved oder so, nein, natürlich nicht, denn er muss ja unbedingt angreifen. Der ist nicht schlau und sagt, nee, okay, ich gehe da jetzt weg von und greife nicht an. Nein, so schlau ist Teddy nicht. Der, sieht er gar nicht ein? Will er nicht. Aber gut, okay. Ich akzeptiere das so. Wäre gestorben, jetzt wäre es sein Pech gewesen. Okay, ich hätte ja Dings gehabt, Belebersam, also. Herr Öhner, Arsch. Wenn Walzer trifft, ne? Ist es aber auch tatsächlich eine echt geile Attacke. Ich bereue es nicht, Teddy Walzer beigebracht zu haben. Definitiv nicht. Nicht im Mystery Dungeon. Mystery Dungeon sind solche Dauerattacken so geil. Alles in Ordnung, du Miesel? Ja, alles okay. Ich finde, man bekommt ein bisschen schwer Luft hier. Ja, geht mir auch so. Vielleicht, weil wir schon so hoch oben sind. Ich weiß nicht recht. So hoch oben sind wir eigentlich gar nicht. Leute, seht euch das hier mal an. Oh, lol. Das ist ja... Wow, da schwebt ja was in der Luft. Die Eisklumpen schweben. Ja, und nicht nur diese. Überall schweben Dinge in der Luft. Ja, das stimmt. Dann stimmt es also. Sieht ganz so aus. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Der Riesenkristall war bisher nichts weiter als eine Legende. Doch jetzt... Jetzt weckt hier alles den Anschein, als könnte er wirklich existieren. Nanu? Hat er gerade etwas aufgeleuchtet? Oh ja. Das Licht wird reflektiert und hierher zurückgeworfen.
Was ist das nur? Hier gibt es noch mehr davon. Sie sind durchsichtig und wunderschön. Das sind, Frismen? Frismen? Genau. Das sind überaus seltene Schätze. Was? Schätze? Ja. Das ist wirklich eine Überraschung. So viele habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Diese Entdeckung alleine war schon die ganze Reise wert. Ist es nicht toll, Teddy? Wir sind von lauter Schätzen umgeben. Hey, und sie werden nicht nur für ihre Schönheit geschätzt. Würdest du mir wohl kurz bei etwas behilflich sein, Teddy? Siehst du die Öffnung am Frisma? Bist du so gut und sprichst mir da mal kurz rein? In das Loch? Na schön. Teddy hat besser in die Öffnung gesagt. Also wir sind... Das Team Bokepackt. Boah, kam das Echo gerade aus dem Frisma? Der durchsichtige Kristall ist gerade etwas milchig geworden. Was ist das? Dieses weiße Teil? Das ist die Stimme von Teddy. Und zwar im gefrorenen Zustand. Meine Stimme? So ist es. Versuch doch mal, das Frisma zu erwärmen. Erwärmen? Wie soll ich das denn anstellen? Du bist ein Feuer-Pokémon. Du kannst es berühren oder auch einfach nur anhauchen, was dir lieber ist. Der weiße Kristall schmilzt dann wieder. Probier es mal. Mach ich. Seht ihr, das Frisma erwärmt. Das gewohnte Teil schmilzt und Töne werden freigesetzt. Also wir sind, das ist den Pokepack. Das ist ja deine Stimme, Teddy. Wow. Das ist ja wie beim Aufnahmegerät. Nee, ist das wirklich meine Stimme? Ist das wirklich meine Stimme? Klingt irgendwie komisch. Aber so ein Frisma ist schon echt toll. Na, was sagt ihr jetzt? Besteht ihr jetzt, dass ein Frisma nicht einfach irgendein Schatz ist? Und ob? Ich liebe diese Frismen. Lass uns ein paar mit nach Hause nehmen. Der Moringa sollte bestimmt unbedingt eins bekommen, wenn er schon nicht hier sein kann. Ja, super Idee. Das wird ihn ganz sicher freuen. Aber wir könnten natürlich nicht alle mitnehmen. Das wäre etwas gierig. Aber ein paar sind bestimmt erlaubt. Dann sollte jeder eins einstecken. Oh. Dieses Frisma. Was ist Viridium? Dieses Frisma ist bereits weiß. Stimmt. Ob sich darin wohl eine Aufnahme befindet? Wahrscheinlich nur die Geräusche von berstendem Eis. Aber hören wir es uns mal an. Darf ich? Nur zu. Dann mal los, du Miesel. Danke. Du Miesel, das Frisma wäre... Ich weiß noch nicht. Nur vor und Schmilz und Töne werden freigesetzt. Ich weiß noch nicht, was für eine Stimme ich nehme, Leute. Lass mich mal kurz überlegen. Einfach, mache ich eine ganz tiefe oder so? Ich habe keine Ahnung. Meine Reise. Das ist doch ein Pokémon. Diese Aufnahme hier soll Zeugnis meiner Reise sein. Dieses Frisma hier ist Zeugnis dafür, dass ich den Eispalast erreicht habe. Diese Nachricht und diese Frisma sind mein Vermächtnis an dich. Also dann. Ich bin wirklich sehr froh, so weit gekommen zu sein. Ich habe schwebende Objekte gesehen. Einen hohlen Berg aus Eis. Und diesen Palast aus Eis. Alles war für mich wie ein Traum. Alles hier funkelt und glitzert. Überhaupt ist hier alles unglaublich. Diese Aufnahme. Jemand war also vor uns hier, was? Nanu, Viridium, was hast du? Viridium. Sag bloß, weinst du etwa? Was? Viridium weint? Viridium, die immer so cool ist. Natara, diese Stimme. Ich kenne sie. Das ist Kelio.
Was? Keldeo? Du meinst doch nicht den Keldeo, der dich so verletzt hat, indem er dir diesen herzlosen Brief geschickt hat. Aber stand da drin nicht auch, dass er nie auf dem Riesengletscher war? Aber wie kommt dann diese Aufnahme her? Ich weiß es nicht. Hören wir uns erstmal den Rest an. Aber ich kann dennoch nicht leugnen, dass es eine strapaziöse Reise war. Doch trotz einiger Rückschläge habe ich es bis hierher geschafft. Mein Abenteuer endet hier nicht. Ich werde die Reise fortsetzen, weiter in unbekanntes Land vorstoßen. Und falls jemand meine Aufnahme findet und jetzt meiner Stimme zuhört, du musst ebenfalls ein Abenteurer sein und alle Strapazen überwunden haben. Und wenn dem so ist, dann verspürst du jetzt bestimmt dieselbe Aufregung wie ich. Die Vorstellung, was hier noch alles vor uns liegt, ist einfach nur aufregend. Was ich jetzt gleich sehen werde und was du gleich sehen wirst. Vielleicht ist es exakt dasselbe, vielleicht auch etwas ganz anderes. Aber ganz egal, was uns erwartet. Diese Aufregung, dieses Herzklopfen, das werden wir nie vergessen. Also, ich gehe dann mal los. Und wünsche dir alles Gute, Kamerad. Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist wohl das Ende der Nachricht. Diese Stimme. Es ist ohne jeden Zweifel Keldeo. Der Keldeo, den ich kannte. Mein Freund Keldeo. Der Keldeo von damals. Keldeo hat es wirklich geschafft. Bis hierher zum Riesengletscher. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Was hat er denn dann mit diesem Brief von Keldeo an Viridium auf sich? In Wahrheit hatte ich nie vor, den Riesengletscher anzusteuern. Mir war einfach jede Ausrede recht, um dich loszuwerden. Wir sind keine Freunde mehr. Am besten vergisst du mich einfach. Das stand doch in seinem Brief, nicht wahr? Aber wenn Keldeo in Wirklichkeit doch zum Riesengletscher gegangen ist, war dann der Brief vielleicht gar nicht echt? Nein, der Fußabdruck in dem Brief. Das war ganz sicher Keldeos Fußabdruck. Der Brief war echt. Der Keldeo aus diesem Frisma und der Absender des Briefes. Auf mich wirken sie wie zwei verschiedene Pokémon. Aber wenn es sich bei beiden um Keldeo handelt, dann muss sich Keldeo verändert haben, nachdem er in das Frisma gesprochen hat. Na klar. Er hat sich verändert, nachdem er gesehen hatte, was ihn da drin erwartet. Falls Keldeo etwas gesehen hat, dann liegt das Rätsels Lösung direkt vor uns. Wenn wir weitergehen, werden wir unweigerlich die Wahrheit rausfinden. Was? Ja. Schaffst du das, Viridium? Ja, danke, Psyana. Mir geht es gut. Es tut mir leid, dass ich euch solche Sorgen bereitete. Gehen wir. Okay. Kann ich nicht speichern? What? Okay, Leute, ich speichere hier. Pause, das speichert doch, ne? Ja, genau, okay, cool. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!